Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei CapTrader. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar und ich freue mich ganz herzlich, gemeinsam wieder mit Christian Schwarzkopf von Optionsuniversum ja, dieses zweiteilige Webinar durchzuführen und zwar zum Thema Optionsstrategie und zwar die Butterfly-Strategie werden wir beziehungsweise Christian Schwarzkopf genauer beleuchten und im Detail ihn zeigen und erklären. Und ja, sicherlich sehr, sehr spannend. Und deswegen freue ich mich recht herzlich, Christian Schwarzkopf begrüßen zu dürfen. Hallo Christian, kannst du mich hören? Ja, hallo Christian. Ich kann dich sehr gut hören. Ich hoffe, ich bin auch zu hören. Ja, Ton ist in Wunderbar. Ordnung und wir hören dich. Alles Gut. klar. Ich möchte gar nicht viel erzählen. Also, wie gesagt, zweiteiliges Webinar. Nächste Woche Dienstag, gleiche Uhrzeit ist die Fortsetzung. Aber da wirst du wahrscheinlich später gleich auch noch was zu sagen. Dann möchte ich gar nicht viel erzählen, sondern ich schalte einfach auf deinen Bildschirm und dann können wir schon loslegen. Gut. Wenn Sie Fragen haben, Sie haben ja die Chat-Funktion, können Sie diese gerne natürlich über den Chat, loswerden oder auch im Nachgang des Webinars auch gerne uns per E-Mail schicken. Okay, ist mein Bildschirm jetzt zu sehen? Christian? Ich kann sehen, ja, ist zu sehen. Prima. Ja. Dann starte ich einfach, ja? Okay. Alles klar. Dann also auch von mir noch einmal herzlich willkommen bei diesem Seminar in Zusammenarbeit mit CapTrader. Wir werden heute uns kümmern um den BF70. Wenn man mich zwingen würde, bis zu meinem Lebensende nur noch eine Strategie zu handeln an der Börse, dann würde ich ohne langes Zögern mich für den BF70 entscheiden. Warum das so ist, das werde ich versuchen, Ihnen heute und auch noch am nächsten Dienstag, wenn Teil 2 unserer Webinarreihe hier kommt, näher zu bringen. Und ich bin gespannt, ob Sie auch sagen danach, jawohl, das ist was für mich, da kann ich mir vorstellen, dass ich den in Zukunft auch handele. Wenn Sie Fragen haben, dann würde ich Sie einfach bitten, dass Sie in den Chat reinschreiben. Ich werde da regelmäßig reingucken und wenn ich Fragen sehe, versuchen Sie auch gleich on the fly oder wie man das nennen möchte, zu beantworten. Wenn mir das eine oder andere durchrutscht, dann bitte zögern Sie nicht, auch im Nachhinein noch eine Mail zu schreiben. Ich beantworte natürlich dann alle Fragen. Okay, dann lassen Sie uns einfach mal loslegen. Hier der Disclaimer, der muss sein, leider. Bevor wir starten, gestatten Sie mir kurz den Hinweis auf unseren Haftungsausschluss. Wir verwenden ausschließlich Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Die geäußerten Einschätzungen entsprechen unserer Meinung, sind aber niemals als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Finanztransaktionen zu werten. Bitte beachten Sie, dass Optionen Futures erhebliche Risiken beinhalten. Machen Sie sich unbedingt vertraut mit den Risiken, bevor Sie investieren. Eine Haftung oder eine Inanspruchnahme für Investitionsentscheidungen ist ausgeschlossen. Gut, dann für diejenigen, die mich noch nicht kennen, hier ganz kurz zu meiner Person. Das Foto, was Sie hier sehen, ist einigermaßen aktuell. Ich würde behaupten, ich sehe ungefähr immer noch so aus. Ja, mein beruflicher Werdegang. Ich habe Bankkaufmann gelernt und danach habe ich VWL studiert und war dann ziemlich lange in einer Privatbank hier in Berlin beschäftigt, nämlich von 1996 bis 2011. Die letzten 5 Jahre habe ich die Eigenhandelsabteilung geleitet. Das heißt, ich habe mich nicht um Kundengelder oder sowas gekümmert, sondern um das Geld der Bank, um das Eigenkapital der Banken, habe versucht, das zu vermehren. Und dachte mir dann irgendwann, Mensch, was du da für die Bank machst, das kannst du vielleicht auch für dein eigenes Konto machen. Und das hat dann zu dem Entschluss geführt, den Job an den Nagel zu hängen. Und 2011 war das, habe ich mich selbstständig gemacht und habe gesagt, okay, jetzt mache ich nichts anderes mehr, als zu versuchen, meine Kapital oder sagen wir eine ordentliche Rendite durch Trading zu erreichen und
davon zu leben. Das ist auch ein paar Jahre ganz gut gegangen, bis das Jahr 2015 kam und ich irgendwie so in dieses Coaching reingerutscht bin, weil wenn ich von wir spreche, ich habe noch einen Partner, das ist der Olaf Lieser bei Optionsuniversum, weil wir angesprochen worden sind von verschiedener Seite und wir gebeten worden sind, wir sollen doch mal unsere Optionsstrategien weitergeben. Und dann hatten wir gedacht, okay, das ist vielleicht eine einmalige Sache, dass wir mal ein bisschen darüber reden, was wir so machen. Aber ja. Es ist dann nicht bei dieser einmaligen Sache geblieben und ich freue mich im Nachhinein darüber, denn diese Firma Optionsuniversum, wo wir Trading-Strategien speziell mit Optionen lehren, macht mir doch sehr, sehr viel Spaß und Freude und ich möchte diese Arbeit ehrlich gesagt nicht missen. Okay, so ist das. Also ich bin seit 2015 Trading Coach und Mitinhaber von Optionsuniversum. Dennoch handle ich natürlich weiter mit meinem eigenen Geld. Ich zeige das Woche für Woche auch in unserem Live Options Room, wo ich mein Echtgeldkonto zeige und wie ich diese ganzen Strategien, auch den BF70, den Sie jetzt gleich sehen werden, tatsächlich auch in der Praxis handele. Also mehr Transparenz geht wahrscheinlich nicht. Das soll es aber gewesen sein als Einführung. Lassen Sie uns einsteigen in die Materie. Was ist der BF70? Der BF70 ist eine Income-Strategie. Income-Strategie, da stolpern wir gleich das erste Mal drüber. Was heißt das? Das klingt natürlich toll. Einkommensstrategie. Der Hintergrund ist, dass man den nicht nur in bestimmten Marktphasen aufsetzt, sondern permanent. Und zwar ungefähr alle 2 Wochen. Und warum? Weil man sagt, man möchte ein regelmäßiges Einkommen damit erwirtschaften. Ich greife kurz mal vor. Es ist natürlich der Begriff regelmäßiges Einkommen bedeutet nicht, dass ich fest damit rechnen kann, Monat für Monat das gleiche Geld damit zu verdienen. Das ist leider an der Börse bei keiner Strategie, die ich kenne, der Fall. Sie werden Monate haben, wo Sie auch mit dieser Strategie kein Geld verdienen und dann werden Sie wieder Monate haben, wo Sie überdurchschnittlich viel Geld verdienen. Dennoch ist die Rendite, die der BF70 liefert, einigermaßen konstant. Ich habe es ja auch aufgeschrieben, ist der letzte Punkt auf der Folie, eine konstante und stabile Performance liefert, jedenfalls was die Vergangenheit betrifft. Die Zukunft kennt ja leider keiner von uns. Der BF70 zeichnet sich ansonsten dadurch aus, dass er einfach aufzusetzen ist, werden wir gleich sehen, wenig Betreuung erfordert. Ich habe dahin geschrieben, nur einmal am Tag überprüfen, keine zeitkritischen Entscheidungen. Das heißt, ich muss nicht permanent während der Börsenöffnungszeiten vor dem Monitor sitzen, wie das Kaninchen vor der Schlange und sagen mit den Fingern am Anschlag, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich meine Gewinne sichere oder weitere Verluste vermeide. Nein, einmal am Tag und wann das ist, ob zu Börsenöffnungszeiten oder während der Börsensitzung oder am Ende, das bleibt Ihnen völlig überlassen. Überprüfe ich das und wenn Entscheidungen zu treffen sind, dann sind die in der Regel nicht zeitkritisch. Sprich, es kann nicht wichtig sein, ob ich am Anfang oder am Ende der Börsensitzung adjustiere oder gar erst am nächsten Tag. In der Regel wirkt sich das auf die Gesamtperformance über alle Trades marginal aus. Der BF70 kennt keine Adjustierung. Ich habe zwar eben von Adjustierung gesprochen, aber das muss ich konkretisieren. Adjustierung im Sinne von, ich mache jetzt was, dass ich ein paar der Optionen verkaufe und andere Optionen kaufe in der gleichen Fälligkeit oder in einer anderen Fälligkeit. Sowas kennt der BF70 nicht. Die einzelnen Adjustierungen, die er kennt, ist der Exit. Ich steige also aus dem Trade einfach aus, wenn es gegen mich läuft. Oder wenn
nicht damit, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht damit zu rechnen ist, dass ich noch mehr Geld damit verdiene. Wie ich das messe, da kommen wir dazu, wenn wir hier das Regelwerk durchgehen. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir setzen ihn regelmäßig auf, das heißt ungefähr alle 2 Wochen. Wir kümmern uns wenig um ihn und dennoch liefert er eine konstante und stabile Performance. Und das macht diesen Trade so interessant. Wenn Sie hier Zahlen sehen, ja, irgendwelche Gewinnziele oder sonst was, dann sollten Sie immer wissen, worauf sich das eigentlich bezieht, nämlich eine Kontraktgröße von 5 Butterflies. So, und zwar 5 Butterflies auf den RUT, auf den RUT. RUT ist das Kürzel an der amerikanischen Börse für die Optionen auf den Russell 2000. Wenn Sie mit der Handelsplattform vom CapTrader handeln, also der TWS, dann geben Sie dort einfach RUT ein und dann bekommen Sie die Optionen, über die ich hier spreche. Und wenn ich sage 5 Butterflies, ein Butterfly ist eine Optionsstrategie und ein Butterfly besteht aus einem unteren Long, aus 2 Shorts und einem oberen Long. Und wenn ich von 5 Butterflies spreche, dann spreche ich also insgesamt von 20 Optionen, nämlich 5 untere Longs, 10 Shorts, 5 obere Longs. Wir gucken uns das gleich am Beispiel an. Wenn ich diesen Trade so aufsetze mit 5 Kontrakten, dann brauche ich ein Risikokapital von $6.000 in etwa. Das hat immer ein bisschen schwankt. Kann leicht schwanken, je nachdem, wie teuer der Butterfly ist, den ich da kaufe. Also sagen wir mal, um das einzugrenzen, zwischen 5.500 US-Dollar und 6.500 US-Dollar. Das ist die Margin, die in Ihr Broker, also CapTrader, belasten wird, wenn Sie Reg-T-Margin haben. Also das, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Normalfall. Ja, und das ist auch gleichzeitig das, was Sie maximal mit diesem Trade verlieren können, wenn Sie 5 Kontrakte auf den Russell handeln. Dennoch empfehlen wir, dass Sie ein Konto haben von mindestens, Betonung liegt auf mindestens, der dreifachen Größe, nämlich 18.000 US-Dollar, wenn Sie 5 Kontrakte auf den Russell handeln möchten. Hintergrund ist der folgende. Nehmen wir an, nach Murphys Gesetz, Sie fangen an mit dem BF70 und gleich die ersten beiden Trades gehen in die Hose, auf Deutsch gesagt. Und Sie haben nur ein Kapital von $6.000 und machen Verluste mit den ersten beiden Trades, dann haben Sie ein Kapital, weiß ich nicht, von 4.000 oder $5.000 und dann können Sie nicht mal einen neuen BF70 wieder auflegen. Und deshalb empfehlen wir mindestens die dreifache Mindestkontogröße, wenn Sie das so handeln wollen. Wenn Sie sagen, das ist mir zu viel oder ich habe zwar ein Konto in dieser Größenordnung, aber ich möchte gar nicht so viel, dass der BF70 so viel Anteil nimmt an dem Konto, dann können Sie das eigentlich beliebig skalieren. Ich habe es hier mal auf dieser Folie aufgeschrieben. Wenn ich 5 Kontrakte auf den Russell handle, brauche ich $6.000 Risikokapital. Ich kann natürlich auch nur einen handeln. Ja? Niemand zwingt mich, 5 Butterflies zu machen. Wenn ich einen mache, dann brauche ich natürlich auch nur ein Fünftel des Risikokapitals, nämlich 1.200. Und wenn das immer noch zu viel ist, kann ich auf ein anderes Underlying ausweichen. Der IWM ist ein ETF, der den Russell nachbildet. Der ETF, also die laufen nahezu parallel. Der ETF hat aber nur ein Zehntel der Kontogröße oder der Kapitalisierung der Russell-Option. Sprich, wenn ich 10 Butterflies auf den IWM handele, ist das vom Risiko und von meinen Gewinnmöglichkeiten entspricht das einem Kontrakt auf den Russell. Und dafür brauche ich eben dann ebenso wie bei einem Kontrakt auf den Russell $1.200 Risikokapital. Und Sie sehen, ich könnte das im Extremfall sogar mit einem Kontrakt auf den IWM traden, dann brauche ich nur $120 Risikokapital.
Ja, nur dass Sie das mal gesehen haben, wir sprechen hier immer über 5 Butterflies auf dem Russell mit einem Risikokapital von 6.000, was ich dafür zur Verfügung stelle. So, jetzt kommen wir mal zu den Rahmenbedingungen, damit Sie wissen, wie so ein BF70 überhaupt aufgesetzt wird. Bei dem BF70 handelt es sich um ein Put Broken Wing Butterfly. Wow, kompliziertes Wort, wenn Sie das zum ersten Mal hören. Ein Broken Wing Butterfly unterscheidet sich von einem normalen Butterfly, den Sie vielleicht kennen, wenn Sie schon mal mit Optionen gehandelt haben, einfach darin, dass das Zelt ein bisschen windschief aussieht. Wir gucken uns das gleich mal in einem Beispiel an. Und es ist ein Put Broken Wing Butterfly, weil wir das Ganze mit Puts aufsetzen. Es ginge theoretisch auch, den mit Calls aufzusetzen. Wir nehmen die Puts aus einem einfachen Grund. Der einfache Grund ist, dass wir, wenn wir Puts nehmen, können wir Optionen wählen, die aus dem Geld sind. Wenn wir Calls wählen würden, müssten wir Optionen nehmen, die im Geld sind. Und weil die Optionen, die aus dem Geld sind, out of the money sind, liquider sind als die, die im Geld sind, nehmen wir in dem Fall Puts. Wir steigen ein in diesen Trade, wenn die Optionen noch ungefähr eine Restlaufzeit von 70 Tagen haben. Das ideale Zeitfenster ist irgendwo zwischen 65 und 75. Idealerweise an einem Abwärts- oder Seitwärtstag gemeint ist, wenn der Russell runtergeht oder seitwärts läuft, dann würde ich lieber einsteigen als an einem Tag, wo er stark nach oben geht. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, dass an einem Tag, wo er stark nach oben geht, die Volatilität niedriger ist der Optionen. Ich spreche jetzt über die implizite Volatilität der Optionen, niedriger ist als an einem Abwärts- oder Seitwärtstag. Und es ist besser für uns, Optionen zu verkaufen mit einer höheren impliziten Volatilität. Und das Zweite ist, dass einfach, wenn dass die größte Gefahr sehen wir gleich, wenn wir uns angucken, wie der Trade aussieht beim Aufsetzen. Die größte Gefahr besteht darin, dass wenn der Markt direkt nach dem Aufsetzen stärker nach unten geht, das ist genau das Szenario, was der BF70 nicht mag. Und wenn Sie nach einer Reihe von Aufwärtstagen einsteigen, ist einfach die Gefahr größer, dass der nächste Tag mal in die andere Richtung geht, sprich eine kleine Korrektur irgendwie anfängt. Deshalb setze ich ihn am liebsten auf, wenn die Börse eben an einem Tag nicht nach oben geht. Underlying habe ich schon gesagt, die Russell-Optionen. Man muss unterscheiden. In der TWS finden Sie zwei verschiedene Trading-Klassen bei den Russell-Optionen, einmal ROT und einmal ROTW. Ich benutze alle ROT-Optionen. Das sind die Russell-Monatsoptionen, die am dritten Freitag in einem Monat fällig werden. Und ich benutze zusätzlich noch die Monatsendoptionen, die am letzten Handelstag eines Monats fällig werden. Immer der letzte Handelstag eines Monats. Da gibt es die sogenannten Monatsendoptionen, die benutze ich auch. Und weil der Abstand zwischen den Russell-Monatsoptionen und den Monatsendoptionen in etwa 2 Wochen beträgt, sage ich gerne, dass ich den alle 2 Wochen aufsetze. Ja, und wo platziere ich nun meine einzelnen Strikes von dem Butterfly? Die oberen Long Puts am Geld, die Short Puts 30 Punkte darunter und weitere 40 Punkte unter den Shorts, die unteren Long Puts. Ja. Wie das Ganze aussieht, gucken wir uns gleich an. Vorher hier noch der Vollständigkeit halber die Exit-Kriterien. Wenn ich den Trade einmal aufgesetzt habe, dann gehe ich raus, wenn eins dieser 5 Exit-Kriterien getriggert wird. Sprich, wenn zum Beispiel das Take-Profit-Ziel erreicht wird. Ich habe hier 4 verschiedene Take-Profit-Ziele. Wie immer, Sie haben im Hinterkopf, es bezieht sich hier auf 5 Kontrakte auf den Russell. Wenn Sie nur einen Kontrakt auf den Russell handeln, dann müssen Sie diese Take-Profit-Ziele fünfteln.
1000 Dollar beträgt das Trade-Profit-Ziel, wenn die Restlaufzeit der Optionen noch länger ist als 35 Tage. Sie erinnern sich, wir gehen rein, wenn die Optionsfähigkeit 70 Tage entfernt ist. Also es dauert eine ganze Weile, bis dieses Take-Profit-Ziel nicht mehr gültig ist. Nämlich erst, wenn die Restlaufzeit unter 35 Tage fällt. Dann begnügen wir uns mit 800 Dollar und so weiter und so fort. Und schließlich, wenn die Restlaufzeit geringer wird als 21 Tage, sprich nur noch 3 Wochen Restlaufzeit, dann ist das Take-Profit-Ziel sogar nur in Anführungsstrichen bei 400 Dollar. Beachten Sie, DTE, das heißt Days Till Expiration, ist ein gängiger Term unter Optionshändlern. Das zählt einfach die Tage, und zwar die Kalendertage bis zur Optionsfälligkeit. Ja? Also inklusive handelsfreier Tage wie Samstag, Sonntage und Feiertage. Das ist das erste und natürlich beste Ziel, was wir erreichen können. Also wenn wir ein Take-Profit-Ziel erreichen, das ist der Idealfall. Leider wird das nicht bei allen Trades der Fall sein. Wir gucken uns auch gleich noch Trading-Beispiele an, wo Sie dann sehen werden, dass wir leider nicht in allen Fällen diese Take-Profit-Ziele erreichen. Wir ziehen die Notbremse, wenn der Russell 10 Punkte unter den Short Strikes ist. Ich gehe noch mal eine Folie zurück. Wir setzen die oberen Long Puts am Geld, die Shorts 30 Punkte darunter. Und wenn der Russell 10 Punkte unter die Shorts fällt, sprich 40 Punkte von dem Stand, wo er heute ist, gefallen ist, dann gehen wir aus diesem Trade raus. Warum? Wird Ihnen gleich klar, wenn Sie das GLV-Profil eines typischen BF70 Trades sehen. Der dritte Punkt: Die Restlaufzeit beträgt nur noch weniger als 40 Tage, 40 Kalendertage, und der Russell ist 60 Punkte über den Short Strikes. Ist das schon wieder Verrücktes, was sich der Schwarzkopf da ausgedacht hat? Also machen wir auch nochmal die gleiche Übung. Die oberen Long Puts sind am Geld. Da ist der Russell gerade. Die Short Puts sind 30 Punkte darunter. Und wenn jetzt der Russell 60 Punkte über den Short steht, ist er offensichtlich von unserem Entry-Zeitpunkt 30 Punkte gestiegen, ne? Und das ist das Kriterium auf der Oberseite, wenn wir aus dem Trade aussteigen. Auch dafür werden wir uns gleich ein Beispiel angucken. Viertes Exit-Kriterium: Die Restlaufzeit. Keiner der drei vorherigen Exit-Kriterien wurde getriggert, aber die Restlaufzeit beträgt weniger als eine Woche, sprich 7 Kalendertage. Dann gehen wir raus. 7 Kalendertage. Die Optionshändler sprechen immer gerne da von der Gamma-Woche, der letzten Woche vor Verfall von Optionen. Und da ist es einfach so, dass das Risiko überproportional stark zunimmt, sprich das Risiko, dass Sie Ihre aufgelaufenen Gewinne wieder abgeben müssen, beziehungsweise falls der Trade unter Wasser ist, dass die Verluste zu stark werden. Und deshalb, das Chance-Risiko-Verhältnis verändert sich einfach zu unseren Ungunsten, und deshalb gehen wir raus. Und schließlich und endlich eins meiner Lieblings-Exit-Kriterien, dennoch habe ich es hier eingeklammert, ist der Erwartungswert. Der Erwartungswert drückt im Prinzip aus, ob es noch Sinn macht, in diesem Trade zu bleiben. Wenn Sie eine Optionsanalyse-Software verwenden, die den Erwartungswert berechnen kann, dann sollten Sie in jedem Fall dieses Exit-Kriterium beachten. Wenn Sie über eine solche nicht verfügen, dann können Sie es nicht beachten, und deshalb habe ich es hier eingeklammert. Wir werfen jetzt gleich mal einen Blick auf das sogenannte GNV-Profil. Das ist nämlich eine schöne Überleitung. Das ist nämlich eine dieser Optionsanalyse-Softwares, Softwarelösungen, die den Erwartungswert kennt. Das habe ich selbst entwickelt, das GNV-Profil. Das erzähle ich nicht, weil ich hier
mir ein paar Schulterklopfer erwarte, sondern nur damit Sie wissen, dass Sie, wenn Sie Interesse haben, das können Sie natürlich bei uns bekommen, bei Optionsuniversum. Es gibt auch eine 30-tägige Testversion, die ist gratis, also Sie können das ohne jegliches Risiko und ohne jegliche Verpflichtung. Können Sie das testen, wenn Sie das möchten? Und diese Optionsanalyse-Software dient dazu, das werden wir uns gleich noch im Detail angucken, wenn wir uns Beispieltrades angucken, einfach festzustellen, wo stehe ich denn mit diesem Trade? Also nicht nur die aktuelle P&L, sondern auch so ein paar wichtige Risikokennziffern und wie gesagt der Erwartungswert. Hier sehen Sie nämlich den Erwartungswert dieses Trades. Aktuell beträgt die P&L minus 67 Dollar, das heißt, er ist ganz leicht unter Wasser. Aber der Erwartungswert per 30.08., das ist die Optionsfälligkeit in diesem Fall, also es ist ein Beispiel aus dem Juni 2019, der Erwartungswert beträgt 804 Dollar, sprich, es macht Sinn, in diesem Trade zu bleiben. So sieht ein typischer Entry übrigens aus von so einem BF70 Trade. Ich habe schon vorhin gesagt, das Zelt ist ein bisschen windschief. Und mit Windschief meine ich, dass die obere Expiration-Linie, also falls Sie, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, falls Sie nicht so vertraut sind mit solchen GNV-Profilen, wie Optionshändler sie verwenden, um die Chancen und Risiken ihrer Position zu beurteilen, möchte ich das kurz erläutern, was Sie hier sehen. Sie sehen hier unten abgetragen mögliche Stände des Russell 2000. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier als Screenshot reinkopiert habe, stand der Russell bei 1549,63 Punkten. Und Sie sehen, hier geht es nach unten und hier geht es nach oben. Und hier sehen Sie die P&L. Und wenn Sie jetzt mal nur die dunkelblaue Linie, also dieses windschiefe Zelt beachten, dann sagt Ihnen diese dunkelblaue Linie, in Abhängigkeit des Standes des Russells am 30.08.2019, das ist einfach die Linie, die gilt am 30.08.2019, wenn die Optionen fällig wären, was Ihre Optionsstrategie an Geld verdient hat oder verloren hat. Und Sie sehen auf den ersten Blick, wenn der Russell niedriger steht als dieser Punkt, wo ich jetzt mit der Maus hinzeige, der weiß ich nicht, muss ich schätzen, sehe ich hier nicht, aktuell bei 1480 ist oder so. Wenn der Russell also unter dieser Marke notiert zur Fälligkeit der Optionen am 30.08., dann würde ich hier in etwa 5000 Dollar oder was immer das sein mag, hier exakt verlieren. Auf der Oberseite wäre es so, ich bin ungefähr plus minus null und dann habe ich hier den angenehmsten Bereich, nicht? Sie sehen, theoretisch wäre hier möglich ein Gewinn über 12.600 Dollar. Das ist aber ein sehr theoretischer Fall, weil wir ja gar nicht bis zum 30.08. das Ganze halten. Dennoch sagt uns das, wo einfach unser maximal möglicher Verlust, nämlich hier auf der Unterseite bei minus 5.000 und unser maximal möglicher Gewinn, nämlich hier auf der Oberseite bei 13.000, 14.000, was immer das sein mag, liegt. Wichtiger ist aber für uns, sind eigentlich für uns die anderen Linien. Fangen wir mal mit der türkisfarbenen Linie an, die man hier auf der Unterseite ganz schön sehen kann, aber die dann hier in dem Wust der Linien irgendwo verschwindet. Das ist die sogenannte T plus 0 Linie. Wenn ich die lang fahre, sehe ich, was meine Optionsstrategie wert ist, wenn der Markt sich unmittelbar nach dem Zeitpunkt, wo ich diesen Screenshot gemacht habe, bewegt. Deshalb T plus 0. Das plus 0 steht für, soll eben signalisieren, dass es um heute geht. Wenn der Markt sich heute, sagen wir mal, bewegt von 1549 auf 1333, sprich einen richtigen Crash hinlegt, sind ja 10% dann etwa. Wenn das passieren würde, würde meine Optionsstrategie vermutlich so um die 4.000 Dollar verlieren, wenn ich hier diesen Trade so aufsetze.
Und die andersfarbigen Linien, die gelten einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sodass Sie ein bisschen in die Zukunft sehen können. Sie können also sehen, wenn der Markt sich gar nicht bewegt, dann werde ich sukzessive hier diese Linien hochklettern und bin am 16.8. hier auf diesem Niveau in etwa. Das hier ist knapp unter 2.600 Dollar. Hätte ich theoretisch 2.000 Dollar gewonnen. Aber wir sind ja gar nicht darauf aus. Wir haben hier ein Profitziel von 1.000 Dollar maximal, was wir mitnehmen müssen, wollen. Und deshalb würden wir schon deutlich früher aus diesem Trade aussteigen. Eventuell schon, wenn der hier auf die grüne oder gar rote Linie gekraxelt ist. Wir gucken uns das gleich an einem Beispiel an, dann wird das wahrscheinlich klarer werden. Dieses GNV-Profil dient einfach dazu, dass wir uns immer unsere Chancen und Risiken visualisieren und natürlich gleichzeitig auch, wo wir stehen, sprich, was wir für eine aktuelle P&L haben. Das soll es gewesen sein. Das Regelwerk ist nicht umfangreicher. Ja, ich habe Ihnen nichts verschwiegen, ich habe nichts weggelassen. Es ist einfach so kurz und knackig. Wir setzen ihn immer gleich auf. Die Regeln stehen auf der Folie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wir haben fünf Exit-Kriterien. Wenn eines dieser Exit-Kriterien getriggert wird, dann werden wir hier eingreifen und diese Position einfach auflösen. Und ich möchte Ihnen jetzt, nachdem Sie die Theorie kennengelernt haben, möchte ich Ihnen die Praxis zeigen. Ich möchte Ihnen nämlich anhand vier Beispiel-Trades zeigen, wie sich dieser Trade hier aktuell, wie der sich tatsächlich in der Praxis verhält. Diese Beispiel-Trades haben eins gemeinsam. Es sind echte Beispiele aus meiner Trading-Historie. Jeden dieser Trades habe ich tatsächlich so aufgesetzt und jeden dieser Trades habe ich auch so beendet, wie ich Ihnen das zeige. Und ich habe vier Beispiele rausgezogen aus unterschiedlichen Marktphasen, denn das ist ja genau die Gretchenfrage. Wie verhält sich der Trade, wenn der Markt seitwärts läuft? Wie verhält er sich, wenn der Markt steigt? Wie verhält er sich, wenn der Markt fällt? Und wie verhält er sich, wenn der Markt stark fällt? Ja, das sind die interessanten Fragen und deshalb habe ich für jede dieser Marktphasen einen Trade rausgesucht. Und damit Sie auch gut nachverfolgen können, wo vielleicht jetzt die Chancen und Risiken liegen von so einem Butterfly, habe ich Ihnen auch zusätzlich zu jeder Marktphase, habe ich Ihnen auch an einem Chart, den ich Ihnen gleich zeigen werde, markiert, wo ich in den Trade eingestiegen bin und wo ich ausgestiegen bin. Steigen wir einfach mal ein, sozusagen. Und zwar habe ich hier ein Trade, das müsste Dezember 2014 sein. Ja, 2014 ist das. Das müsste ich vielleicht noch dazu schreiben, kann ich mal im Nachhinein machen. Also Dezember 2014. Ich habe hier zwei Pfeile eingezeichnet. Das ist einfach der Verlauf des Russell 2000. Und ich bin hier eingestiegen zu einem Zeitpunkt, wo der Markt, das wusste ich damals natürlich nicht, ein lokales Tief gebildet hatte und eigentlich ist er die gesamte Laufzeit, hier bin ich aus dem Trade ausgestiegen, nur gestiegen, ja. Und wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, hier zu dieser Folie, dann sehen wir auf der Oberseite kann mir gar nicht so viel passieren, weil ich durch dieses windschiefe Zelt hier auf der Oberseite meine Verluste quasi gedeckelt haben. Also Sie können sich gedeckelt habe. Sie können sich schon denken, dass das eine Marktphase ist, wo der Trade nicht vielleicht nicht unbedingt Geld verdient, aber wo er auch kein großes Geld verliert. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Ich muss dazu mal eine Excel-Datei öffnen. Und dann schiebe ich die hier rüber, damit Sie die auch sehen können. Wir befinden uns gedanklich am 10. Oktober 2014. Sie sehen das hier oben, ja, 10. Oktober 2014. Das ist der aktuelle Zeitpunkt. An diesem Tag wurde der Trade eröffnet, weil wenn Sie zählen, die Kalendertage zählen bis zum 19.12.2014, wo diese Optionen fällig werden, es ist noch 70 Tage Restlaufzeit waren.
Sie sehen hier, also der Russell stand zu diesem Zeitpunkt bei 1053 Punkten. Das ist immer hier diese mittlere Spalte, die auch so ein bisschen eingefärbt ist. Und darüber steht der aktuelle Russell-Stand. Sie sehen das auch, wo dieser runde Kreis ist. Das ist auch der aktuelle Stand des Underlyings in dem Fall, also 1053 Punkte. Sie sehen hier unten die gehandelten Optionen. Wir haben ja gesagt, dass wir bei diesem Trade so einsteigen, dass wir die oberen Longs am Geld platzieren. Das habe ich hier getan. Ich habe fünf Longs bei 1050 gekauft, also mit Strikepreis 1050. 30 Punkte darunter platzieren wir die doppelte Anzahl Shorts. Also ich habe 10 Optionen verkauft mit einem Strike von 1020. Und weitere 40 Punkte darunter werden die unteren Longs platziert. Also habe ich 5 Optionen Strikepreis 980 gekauft. Sie sehen hier auch die Preise, die ich bezahlt habe. Und daneben eine Spalte, da steht aktueller Preis drüber. Da werden, wenn wir jetzt in den Tagen vorwärts laufen, das werden wir gleich tun, werden immer die aktuellen Optionspreise kommen. Und dann können Sie hier in der nächsten Spalte auch nachverfolgen, die entstandenen Gewinne und Verluste jeweils auf Optionsebene hier und summiert hier oben. Sie sehen auch diese aktuelle P&L noch an zwei anderen Stellen hier in dieser Übersicht. Einmal hier in der Zeile, wo hier steht P&L Gesamt. Da steht jetzt 0,0K, weil eben die P&L noch 0 beträgt. Und auch hier oben bei dem Erwartungswert 10.10.2014 steht auch eine 0, beziehungsweise die ist nicht sichtbar, aber das ist natürlich eine 0. Da können Sie die auch sehen. Sie sollten jetzt, wir werden jetzt Tag für Tag voranschreiten. Wir werden nicht jeden Tag stehen bleiben. Ich werde nur stoppen, wenn ich was Berichtenswertes sehe. Sie sollten verfolgen natürlich einmal die aktuelle P&L, was der Markt macht. Also 1053 ist unser Startpunkt und vielleicht hier noch den Erwartungswert. Sie sehen auch hier, das ist der sogenannte Managementkasten. Da sehen Sie die wichtigsten Angaben auf einen Blick. Sie sehen auch hier die aktuelle P&L. Das ist, habe ich gerade vergessen, das ist die vierte Stelle, wo Sie die hier sehen können, die natürlich 0 Dollar beträgt. Hier ist daneben ist das Take-Profit-Ziel aufgeführt mit 1000 Dollar. Dann sehen wir, das ist nur zur Information für Sie, die Lage der unteren und der oberen Expiration-Linie, sprich hier, wenn Sie das Zelt lang fahren, also hier unten sind es minus 5.100 Dollar und hier oben sind es minus 175 Dollar. Das ist, nochmal zur Wiederholung, der maximale Verlust, den ich machen kann in Abhängigkeit der Marktbewegung. Also wenn der Markt von hier ins Unendliche steigt, werde ich 175 Dollar verlieren, sprich die Lage der oberen Expiration-Linie, wenn ich den Trade einfach nur bis zum Ende durchlaufen lasse, was ich ja in der Praxis überhaupt nicht tue, wie wir jetzt gleich sehen werden. Wenn der Markt dagegen stark fällt und ich mache nichts, ich schalte meinen Computer aus und fahre auf die Malediven, dann würde ich am 19.12., wenn die Optionen verfallen, tatsächlich einen Verlust in Höhe von 5.175 Dollar zu verkraften haben. Aber auch hier, Klammer auf, dazu lasse ich es natürlich überhaupt nicht kommen, weil ich früher eingreife. Deshalb einmal am Tag sollte ich schon raufgucken können, wenn ich auf die Malediven fliege und weiß, die nächsten 3 Wochen kann oder will ich nicht auf meine Trades gucken, dann sollte ich den Trade vorher schließen, aus Sicherheitsgründen. Hier in der nächsten Zeile, die wird mitgezählt, wie viele Tage Restlaufzeit es noch sind. Aktuell 70 Tage. Hier ist mein Exit-Kriterium. Wenn die Restlaufzeit unter 7 Tage fällt, gehe ich aus diesem Trade raus. Und hier sind die beiden wichtigen Marken, nämlich das, was auf den Folien als Regeln steht. Wenn der Markt entweder fällt 10 Punkte unter die Shorts, das wäre 1010, oder wenn er
über den 60 Punkte über den Shorts, also bei 1.380 ist, dann steigen wir aus diesem Trade aus. Wobei das obere Exit-Kriterium hat ja noch die zusätzliche Regel, dass die Restlaufzeit unter 40 Tage rutschen muss. Erst dann beachten wir dieses obere Exit-Kriterium. Und schließlich und endlich würde mir hier angezeigt werden, wo jetzt falsch steht. Wenn da wahr stünde, heißt das, dass der Erwartungswert nicht mehr positiv ist, sprich, dass es sich für mich aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Sicht nicht mehr lohnt, in diesem Trade zu bleiben. Das also hier an dieser Stelle zur Erläuterung, was Sie hier sehen. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden hier Tag für Tag durchgehen. Immer wenn ich hier rauf drücke, geht es einen Tag vorwärts. Und dann sehen Sie, was mit dem Trade passiert. 13.10., also es sind 3 Kalendertage nach dem Entry. Der 11.10. und der 12.10. war Wochenende. Das heißt, das ist der nächste Handelstag. Der Markt hat sich kaum bewegt. Der Trade ist $100 im Minus. Aber da ich hier gar kein Stop-Loss kenne, beachte ich das nicht. Der Stop-Loss ist hier eben nicht betragsmäßig, sondern der Stop-Loss besteht darin, dass ich aus dem Trade aussteige, wenn hier die untere Exit-Marke tatsächlich touchiert wird. Habe hier weiterhin positiven Erwartungswert, also und auch alle anderen Exit-Kriterien sind nicht getriggert, also geht das weiter. Ich mache jetzt, wie gesagt, einfach mal ein bisschen schneller weiter, so lange, bis irgendwas Interessantes passiert. Sie wissen ja, was der Markt macht und Sie sehen das hier auch. Gucken Sie, wie sich dieser blaue Böppel hier oder wie immer Sie das nennen mögen, sich immer weiter vom Zelt sozusagen entfernt, weil der Markt einfach steigt. Und Sie sehen, der Markt steigt. Die obere Expiration-Linie liegt zwar bei minus 175, aber wenn ich das jetzt mal vergrößere, dann sehen Sie es deutlicher. Also hier sind minus 175, aber ich bin aktuell bei plus 200, weil eben die T plus 0 Linie in der Regel über der Expiration Linie schwebt, sodass die Expiration Linie eigentlich erst zum Tragen kommt, wenn die Restlaufzeit nur noch sehr, sehr kurz ist. Wir machen mal weiter. Noch ist die Restlaufzeit richtig lang, nämlich 58 Tage. Ja, und so geht das hier immer weiter. Sie sehen also, jetzt sind nach dem Entry schon hier 14 Tage vergangen. Der Trade ist im Plus. Es passiert nicht viel. Ich sage manchmal, den BF70 zu traden, das ist etwa so aufregend wie Farbe beim Trocknen zuzugucken. Das ist also nichts, wenn Sie hier die Aufregung des Intraday-Handels suchen, denn das werden Sie hier nicht finden. Ja, das muss man dazu sagen. Aber ich, für mein Gemüt ist es genau das Richtige. Ich mag es, relativ entspannt Gewinne zu machen. Ich werde damit nicht über Nacht reich. Das kann ich mir abschminken, aber der Trade soll mir eben ein regelmäßiges Einkommen bescheren und das tut er. Ich zeige Ihnen auch später auch noch Performance-Zahlen. Das tut er und deshalb bin ich sehr, sehr zufrieden. So, jetzt sind wir angekommen am 30.10. Warum stoppe ich hier? Weil ein Exit-Kriterium getriggert ist und zwar das mit dem Erwartungswert. Sie sehen es einmal angezeigt hier, Erwartungswert Exit Ware und Sie sehen es auch hier, die aktuelle P&L beträgt $100. Der Erwartungswert, wenn Sie hier runtergehen und ganz zum Schluss, da steht der mit $86, ist weniger als $100. Zwar sind 86 insgesamt positiv, aber ist natürlich weniger als $100. Und wenn mein Trade jetzt abschmelzen würde von $100 auf $86, dann würde es ja für mich an dieser Stelle keinen Sinn mehr machen, in diesem Trade zu bleiben. Und deshalb ist das für mich ein Exit-Kriterium. Ich gehe raus und gehe lieber zum nächsten Trade über, der weiterhin positiven Erwartungswert hat. Also, der 30.10. war der Zeitpunkt, wo dieser Trade tatsächlich beendet worden ist, eben mit ein paar Dollar reicht für ein gutes Mittagessen mit der Frau oder Abendessen mit der Frau und einer Flasche Wein, guten Weines. Ist doch gut und das innerhalb von 20 Tagen. Was will man mehr? Ich gebe zu, das war zum Einstieg ein relativ entspannter Trade.
Wir kommen auch noch zu anderen. Ich verspreche Ihnen auch, da ist auch ein Verlusttrade dabei, denn es bringt ja hier gar nichts, wenn ich so tue an dieser Stelle, als könnte man ausschließlich mit diesem Trade gewinnen. Diesen Eindruck möchte ich in jedem Fall vermeiden. Sie werden auch Verlierer dabei haben. Dennoch, die Quote von Gewinnern zu Verlierern beträgt ungefähr so 9 zu 3, wenn man das auf 12 macht, auf 12 skaliert. Also ist schon die Gewinner überwiegen bei weitem. Dennoch, es werden leider auch immer mal ein paar Verlierer tatsächlich kommen. Ich springe einmal zurück auf unsere Präsentation hier, weil ich Sie können diese Folien im Übrigen haben. Wenn Sie diese Folien haben wollen, schreiben Sie mir bitte eine kurze Mail. info@optionsuniversum.de, info@optionsuniversum.de. Dann schicke ich Ihnen sehr gerne diese Folien und dann können Sie das auch zu Hause alles nachvollziehen. Ich habe Ihnen in diese Folien hier reinkopiert, einmal also alle Trades, die wir uns jetzt angucken, einmal wie es beim Entry aussah und wie es beim Exit aussah, ja? Und habe Ihnen auch nochmal hingeschrieben, oben soll einfach bedeuten, der Markt ist nach oben gelaufen und ich bin hier aus diesem Trade rausgegangen, hier mit diesem Erwartungswert-Exit. So können Sie das alles nochmal hoffentlich gut nachvollziehen. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Trade. Ach so, ich mal noch mal zurück auf die Folien. Dieser Trade ist ein Beispiel aus dem Juno 2015, also jetzt auch schon 4 Jahre her ungefähr. Da ist der Markt gefallen. Ich bin hier in den Trade eingestiegen und hier bin ich ausgestiegen. Am Anfang sind wir ein bisschen seitwärts gelaufen. Das ist, so viel kann ich vorwegnehmen, für den Trade immer gar nicht schlecht. Aber dann ist der Markt stark zurückgegangen und ich bin zu dem blödesten Zeitpunkt eigentlich ausgestiegen, weil der Markt danach seine Verluste wieder aufgeholt hat. Und wäre ich einfach in dem Trade geblieben, dann wäre ich ziemlich reich geworden am Ende. Aber da ich die Glaskugel nicht habe und das einfach nicht weiß, dass der Markt wieder steigt, beachte ich einfach mein Regelwerk und ärgere mich nicht, wenn ich irgendwelche Gewinne habe links liegen lassen, die aufgetreten wären, wenn ich gewusst hätte, was der Markt macht. Ich kann es nicht wissen und aus diesem Grund gehe ich einfach stur nach meinen Regeln vor. So sah das Ganze beim Entry aus. Positiver Erwartungswert. Beachten Sie, die obere Expiration-Linie liegt deutlich tiefer als bei dem Trade, den wir eben angeguckt hatten. Da war die obere Expiration-Linie bei minus 175. Hier liegt sie bei minus 475. Das hat immer damit zu tun, wie teuer der Butterfly gerade ist. Und der Preis des Butterflies wiederum hat mit der impliziten Volatilität der Option zu tun. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, je höher die ist, desto besser für uns, weil einfach die Butterflies dann billiger werden. Dennoch habe ich keine Regel, wo ich sage, dass ich den Trade nur aufsetze bis zu einem bestimmten oder ja, bis zu einem bestimmten Untergrenze der impliziten Volatilität. Nein, ich setze ihn stur alle 2 Wochen auf, egal wo die implizite Volatilität ist. Denn auch hier, wo sie relativ niedrig ist und ich dadurch eine obere Expiration-Linie habe, die bei minus 475 ist, habe ich einen positiven Erwartungswert. Und das ist für mich das entscheidendste Kriterium, dass ich einen positiven Erwartungswert habe. Ich möchte nur ein Spiel spielen, was ich auch gewinnen kann. Ich würde niemals in der Spielbank Roulette spielen, weil ich weiß, ich habe dort einen Nachteil. Ich will nur Trades machen, wo ich einen Vorteil habe. Und das sagt mir eben dieser Erwartungswert. Ich gucke mal kurz in den Chat. Ich sehe aber aktuell keine Fragen. Das kann zweierlei bedeuten. Entweder ich erkläre das gut, sodass Sie mir alle folgen können, oder Sie haben alle schon das Interesse verloren, was ich natürlich nicht hoffen mag. Wir sind hier am 10.04.2015, wissen, dass der Markt zunächst seitwärts gelaufen ist und dann irgendwann gefallen ist. Und wir gucken uns mal, wie sich, ups,
der Trade verhalten hat. Mal gucken. Das ist alles richtig. Ah, ich glaube, ich habe eine kleine Ahnung. Nö. Warum kann ich Ihnen das jetzt nicht zeigen? Irgendwas ist hier schiefgegangen. Oh. Oh. Das kriegen wir aber gleich hin. Augenblick. Einmal umschalten. Es geht gleich weiter in diesem Programm. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Dann ziehe ich erstmal einen anderen Trade vor. Ich hoffe, da ist alles in Ordnung. Oder ich habe noch eine andere Idee. Ja, das ist eine gute Idee, hoffentlich, die ich da habe. Geht gleich weiter. Noch einen Augenblick Geduld, bitte. So, hier ist der nächste Versuch. Also es ist das, was wir eben schon besprochen hatten. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier klappt. Ja, das klappt. Seltsame Sache. Muss ich mir kurz notieren, damit ich mir im Nachhinein das gleich mal angucke. Okay, also wir gehen hier durch. Wir wissen, der Markt anfänglich läuft der seitwärts, was nicht schlecht für uns ist. Und dann fängt der an zu fallen. Was ehrlich gesagt schlecht ist, denn Sie sehen, das Risiko dieses Trades liegt ja auf der Unterseite. Also, wir gehen mal so lange durch, bis hier was Interessantes passiert. Beachten Sie, dass der Markt ist jetzt gegenüber dem Entry leicht gestiegen, nicht? Wir können auch hier nachvollziehen, wann der Entry war, bei 1264 Punkten und wir sind aktuell bei 1275. Die obere Expiration-Linie, wie gesagt, im Minus, aber dennoch ist der Trade hier leicht im Plus. Also die Lage der oberen Expiration-Linie ist zwar klar, je höher sie ist, desto besser, aber es ist auch kein Drama, wenn sie ein bisschen unter der Nulllinie hängt. So, der Markt meandert um unseren Entry-Stand irgendwo rum. Das ist natürlich nicht schlecht für uns. Sie sehen ja auch, wie wir langsam hier Gewinne aufbauen. Das ist das typische Verhalten, wenn der Markt seitwärts läuft, weil wir ein positives Theta in dieser Optionsstrategie vereinnahmen pro Tag. Ja, und das hilft uns, wenn der Markt gar nichts macht, damit dieser Trade Tag für Tag ein bisschen wertvoller wird. Also das ist die schönste Situation. Sie sehen ja hier, $550 ist er inzwischen vorne, wenn der Markt einfach nichts macht, wenn ich einfach nur zugucken kann, wie täglich das Theta gedanklich auf meinem Konto ankommt. Jetzt wird's interessant, ne? Wir sind am 30.04., wir sind $300 vorne und wir sind bei 1220,13 Punkten im Russell. Unsere untere Aktionsmarke 1200. Ja, also streng genommen, 1220, Entschuldigung, streng genommen haben wir sie noch nicht überschritten. Ich könnte dann dennoch sagen, hier wegen 0,13 Punkten stelle ich mich nicht hin und sage, sie ist erreicht. Ich gehe aus diesem Trade raus. $300, wunderbar.
kann ich machen. Wenn ich es ganz streng sehe und dann bin ich weiterhin in diesem Trade drin. Hier machen wir es mal ganz streng und gucken, was nächsten Tag passiert. Der Markt steigt wieder, ist natürlich gut für uns. Steigt weiter. Wir kommen schon. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, gehe nochmal einen Tag zurück und zwar zum 4.5. Sie sehen die P&L $825. Unser Take Profit Ziel ist immer noch bei $1.000, weil die Restlaufzeit noch länger als 35 Tage ist. Haben wir noch nicht ganz erreicht. Hätte ich natürlich gewusst an der Stelle, dass nächsten Tag der Markt fällt, dann wäre ich tatsächlich heute rausgegangen und hätte gerne die $825 mitgenommen. Wusste ich aber nicht. Deshalb habe ich auf den nächsten Tag gewartet. Und da sind wir tatsächlich unter die Aktionsmarke in Höhe von 1220 gerutscht. Nämlich der Markt schloss bei 1215 Punkten. Und ich bin hier ausgestiegen mit einem Gewinn von $375. Ist doch auch nicht schlecht dafür, dass der Markt eigentlich nicht das gemacht hat, was wir gerne möchten. Das ist eben das Schöne an dieser Art von Trading, dass Sie tatsächlich hier auch Geld verdienen können, wenn der Markt nicht das macht, was wir erwarten. Ja? Und das war einer dieser Fälle. Oder was heißt, was wir erwarten? Was wir gerne möchten, was wir erwarten, ist ja nochmal was völlig anderes. Auch das finden Sie nicht nur diese Entry-Bedingungen, sondern auch wie es aussah zum Entry und wie es aussah zum Exit auf den Folien, die Sie gerne haben können. Wir gucken uns das natürlich auch nochmal an. Hier habe ich einen Screenshot gemacht beim Entry. Hier habe ich einen Screenshot gemacht beim Exit. Und das war also ein Beispiel für einen fallenden Markt. Jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel und Sie werden erstaunt sein, warum es mein Lieblingsbeispiel ist, weil es zeigt, was dieser Trade unter Extrembedingungen macht. Ja, das ist der geübte Aktienhändler sieht es vielleicht sogar, welches Jahr das war, obwohl das kann man eigentlich nicht sehen. Das war der Februar 2018. Der Februar 2018, da gab es mal so eine Reihe von schwachen Tagen. Es waren eigentlich nur zwei. Sie sehen hier die erste große rote Kerze und dahinter die zweite größere rote Kerze. Das hier ist Freitag, der dritte zweite und nee, der zweite zweite. Und das hier ist Montag, der fünfte zweite. Diese Daten sind mir sehr im Gedächtnis geblieben. Erstens, weil sie für ein bisschen Unruhe in meinem Portfolio gesorgt haben durch diesen stark fallenden Markt. Und zweitens, weil ich zwischen diesen beiden schwachen Tagen an dem Wochenende 50 geworden bin. Ja, deshalb kann ich mir diese Daten gut merken. Zweite, zweite vor meinem Geburtstag, fünfte, zweite nach meinem 50. Geburtstag. Schönes Geburtstagsgeschenk, was mir der Markt gemacht hat. Und dieses Beispiel zeige ich Ihnen, weil ich Ihnen zeigen möchte, was schlimmstenfalls passieren kann. Wenn sowas eintritt wie hier, werden Sie mit dem BF70 mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9%, sage ich mal, einen Verlust machen. Ja, und das gehört für mich unbedingt dazu, wenn man sich das erste Mal so ein Trade anguckt, damit man eben auch sieht, wo die Risiken liegen. Ja. Beim Entry sah der so aus. Die obere Expiration-Linie bei minus 800, das ist ganz selten der Fall, dass Sie sowas finden werden. Das war wirklich eine Zeit am 4.1.2018, als die Volatilität unglaublich niedrig war. Ja, und das führt zu so einer tiefen oberen Expiration-Linie. Und jetzt gehen wir mal durch. Falls Sie eben den Chart gesehen haben, da war es so, dass der Markt erstmal gestiegen ist und dann kam der Februar, wo der Markt so stark gefallen ist. Wir gucken mal erstmal, was macht der Markt, was macht der Trade, wenn der Markt steigt. Das ist für uns ein relativ entspanntes Szenario. Sie sehen, es passiert nichts. Es ist wie Farbe beim Trocknen zugucken. Jetzt gerät der Trade ein bisschen ins Minus. Wenn der Markt zurückkommt, wird das gleich korrigiert.
Wenn die Expiration-Linie, wie in diesem Fall hier, ziemlich tief hängt bei minus 800, dann ist es tatsächlich so, dass wenn der Markt steigt, wir schneller ins Minus geraten, als wenn die Expiration-Linie höher hängt. Ja, die Expiration-Linie hat einen stabilisierenden Charakter für unsere P&L, deshalb umso besser, je höher sie ist. Aber es ist ja kein Wunschkonzert und in diesem Fall war es dann tatsächlich so, dass sie eben durch die niedrige Volatilität so tief war, das können wir auch nicht beeinflussen. Das müssen wir dann einfach hinnehmen und wissen, im schlimmsten Fall werden wir hier ein bisschen Geld verlieren. Aber der Markt tut uns ja irgendwann den Gefallen. Wir wissen das ja, weil wir ja hier schon in die Zukunft sehen können und läuft wieder in Richtung Zelt. Das wird jetzt, dauert hier noch ein paar Tage, aber es wird passieren. Es wird passieren, also Ende Januar müsste das sein, dass das losgeht. Wir sind jetzt am 31.01. Wir nähern uns wieder dem Zelt. Das baut natürlich die Verluste auch ein bisschen ab. Jetzt. Das ist der Freitag, der 2.2. Der Markt ist sehr schwach. Der Trade ist ungefähr bei plus minus null. Aber es ist alles im Lot. Ich bin hier an der rechten Zeltaußenseite, gar kein Problem. Und jetzt kommt der 5.2. Und Sie sehen, was passiert. Der Markt fällt wie ein Stein und ich bin hier bei minus 1.700 Dollar Verlust. Ja, es ist immer noch weit weg von dem maximal möglichen 5.800, aber es tut natürlich weh. Ja, wenn ich davor regelmäßig so einen Durchschnittsprofit gemacht habe von 500, 600 Dollar, irgendwas in der Richtung, das ist eine realistische Annahme, die Sie treffen können, dann ist natürlich ärgerlich, wenn ich 1.700 Dollar mit einem Trade verliere. Das eliminiert die Gewinne von 3 bis 4 normalen Trades. Es ist ärgerlich, aber es ist verkraftbar, weil sowas nicht jede Woche vorkommt, auch nicht jeden Monat. Das kommt vielleicht einmal im Jahr ungefähr vor, wenn überhaupt. Es gibt natürlich auch Jahre, wo sowas gar nicht vorkommt. Und deshalb können wir uns auch mal solche Verlierer leisten, ohne dass unsere Gesamtperformance dadurch zerhagelt wird. Ja? Dennoch zeige ich Ihnen diesen Trade, auch wenn er so selten vorkommt, wie ich schon gesagt habe, weil ich Ihnen auch zeigen möchte, wo die Risiken sind. Und hätte ich gewusst, jetzt spreche ich schon wieder im Konjunktiv, ich schalte mal zurück auf die Präsentation, hätte ich gewusst, dass der Markt nach ein paar Tagen hin und her hier wieder anfängt zu steigen, dann wäre es natürlich sinnvoll gewesen, in diesem Trade zu bleiben. Weil dann wäre ja wieder die Welt gut gewesen, aber ich kann es einfach nicht wissen. Und zwar hatte der Markt am nächsten und am übernächsten Tag, sehen wir, wer genau hinsieht, sieht zwei grüne Kerzen, wieder ein bisschen zugelegt. Und danach ist aber wieder stark gefallen. Ja? Und wir können uns ruhig mal spaßeshalber angucken, was passiert wäre, wenn wir hier nicht ausgestiegen wären. Also jetzt kommen erstmal 2 Tage, wo er sich wieder ein bisschen erholt. Und unsere P&L natürlich auch. Sie sehen das, minus 625, jetzt minus 50. Also die ganzen Verluste sind wieder weg, wie von Zauberhand sozusagen. Aber nächsten Tag, Peng, rutscht dann wieder ganz aus dem Zelt raus, dennoch geringere Verluste. Wenn Sie jetzt fragen, hä, wie kommt das denn? Er ist weiter nach unten gefallen, trotzdem sind die Verluste geringer als zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich ausgestiegen bin. Das hat wieder mit der impliziten Volatilität zu tun, die ist zu diesem Zeitpunkt hier, sprich am 8.2., nicht so stark angestiegen, wie sie das getan hat am 5.2., wo diese großen Verluste aufgetreten sind. Ohne im Detail, ich gehe jetzt mal wieder rückwärts, ich gehe zum 5.2., also wo tatsächlich unser Exit-Punkt unten getriggert worden ist und wir deshalb rausgegangen sind. Ohne im Detail auf das Thema Volatilität jetzt hier an der Stelle einzugehen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn die Märkte fallen, die Volatilität steigt und je stärker sie steigt, desto schlimmer leiden unsere Trades darunter.
Okay, so war also die Entwicklung. Der Markt ist erst gestiegen und dann stark gefallen. Und deshalb haben wir einen relativ kräftigen Verlust gemacht. Auch hier, beides habe ich Ihnen hingeschrieben. Und hier habe ich Ihnen nochmal eingekringelt, die implizite Volatilität der Optionen. Beim Entry, Sie sehen das selbst, waren hier Werte zwischen 12,8 und 15,6%. Und hier gucken Sie sich das an. Das sind mehr als 20 Prozentpunkte mehr, die hier die Volatilität beträgt. Und das führt zu diesen enormen Verlusten. Leider ist diese steigende Volatilität ein Beiprodukt von diesen fallenden Kursen. Und man kann schwer prognostizieren, wie stark die Volatilität ansteigen wird. Aber man kann sagen, je stärker sie ansteigt, desto schlechter sozusagen für uns. Gut. Dann kommen wir zu dem letzten Beispiel. Das ist aus dem September 2017. Ein typischer Seitwärtsmarkt. Sowas bezeichne ich als Seitwärtsmarkt. Der Markt steigt erst leicht, dann fällt er leicht und quasi steigen wir auf etwa dem gleichen Niveau. Also wer ganz genau hinschaut, sieht, dass es ein bisschen gefallen ist per Saldo, aber auf etwa dem gleichen Niveau aus, wo wir eingestiegen sind, ja. Und was das ist der Normalfall, so will ich es mal, die Datei mache ich zu. Das ist der Normalfall, so will ich es mal betiteln, weil die Märkte, nehmen Sie sich selbst mal einen Chart und gucken sich das im Detail an, ziemlich oft seitwärts gehen. Man vergisst diese Phasen immer gerne, weil die so langweilig sind, weil das bleibt einem nicht in Erinnerung. Sowas wie Februar 2018 bleibt einem gut in Erinnerung, weil sich da eben so viel getan hat. Aber so eine Phasen vergisst man schnell. Aber gucken Sie sich das auf dem Chart an, wie oft die tatsächlich auftreten. Und so eine Phase hatten wir hier auch im Hochsommer 2017. Das ist der Trade mit Fälligkeit 15.09.2017. Wir sind am 7.07.2017, 70 Kalendertage vor der Fälligkeit. Auch hier echt ungünstiges Verhältnis der oberen Expiration-Linie minus 800, genau wie bei dem Februar-Trade. Aber der hat sich ganz anders entwickelt, weil der Markt ja gar nichts getan hat und das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Auch hier stoppe ich nur, wenn es was Berichtenswertes tatsächlich gibt. Also Sie sehen so gut wie gar nichts, weil einfach nichts passiert. Dennoch werden Sie schön sehen, wie wir im Laufe der Zeit, also nicht jeden Tag, aber im Laufe der Zeit einfach hier den Profit aufbauen. Und ich kann schon mal, ich gucke mal auf meinen Spickzettel zwischendurch. Am 14.08. steigen wir aus diesem Trade aus. Also hier dauert es noch ein bisschen. Und es ist mal wieder wie Farbe beim Trocknen zuzugucken. Sie sehen, wie sich das langsam aufbaut. Ne? Jetzt sind wir schon bei $500, die wir vorne liegen. Take-Profit-Ziel nicht erreicht bisher. Das ist bei $1.000. Das ist der Idealfall, wie sich so ein Trade entwickelt, weil es gibt überhaupt keinen Grund zum Schwitzen und wir können schön zugucken, wie wir immer näher dem Profitziel kommen. Und wie gesagt, hier kann ich ja ausnahmsweise in die Zukunft gucken. Am 14.08. wird das der Fall sein. Da haben wir es, ja. Das Profitziel ist erreicht. Das ist inzwischen auf $800 abgesunken, weil die Restlaufzeit unter 35 Tage gefallen ist. Aber 1225 ist natürlich deutlich mehr als 800. Also würden wir an dieser Stelle diesen Trade auch beenden und sagen, das Geld nehmen wir mit. Das können wir schön gebrauchen, um die Löcher zu stopfen, die der Trade, den wir uns davor angeguckt haben, aufgerissen hat. Ne? Und wie gesagt, ich ermuntere Sie, nehmen Sie sich mal einen Chart, einen langfristigen Chart des Russells und markieren die Perioden, wo der Markt wirklich seitwärts gelaufen ist. Und Sie werden feststellen, das ist verdammt oft. Und so verdient dieser Trade Geld. Er macht ab und zu mal einen Verlust, meistens einen kleinen,
leider ab und zu ganz selten auch mal einen großen, so wie wir es eben gesehen haben. Sie werden auf der anderen Seite viele kleine Gewinne realisieren, nämlich wenn der Markt stark gestiegen ist. Das gleicht sich mit den kleinen Verlusten ungefähr aus. Und dann kommen immer wieder größere Gewinner, relativ häufig, dass das Take-Profit-Ziel erreicht wird. Das wird Ihnen sicherlich im Durchschnitt auch 4, 5 Mal im Jahr passieren. Und das ist es, wo denn am Ende das Geld verdient wird. Ich zeige Ihnen auch gleich noch eine Übersicht mit den Gewinnen und Verlusten dieses Trades in den vergangenen Jahren. Und dann können Sie das selbst auch nachvollziehen. Hier auch nochmal als Screenshot, einmal der Entry und einmal der Exit mit dem Take-Profit-Ziel erreicht. Gut, dann sind wir fast am Ende von Teil 1. Wie gesagt, nächste Woche Teil 2. Ich zeige Ihnen aber noch ein paar historische Ergebnisse von diesem Trade. Hier habe ich Ihnen einfach mal eine Kapitalkurve aufgemalt, die sich ergeben hätte, wenn ich hier angefangen hätte im Juli 2008. Das Ganze geht bis April 2017, jeweils 5 Butterflies zu handeln, wie sich die Kapitalkurve entwickelt hätte. Und Sie sehen hier unten abgetragen auch die Drawdowns. Es gibt ein paar, nicht? Gerade hier am Anfang, Sie erinnern sich, 2008 war kein gutes Jahr an der Börse, aber Sie sehen, wie selten das im Prinzip passiert. Also ich glaube, dass das eine Kapitalkurve ist, mit der man ganz gut leben kann als Trader. Wer lieber Zahlen sieht, hier sind die Zahlen, das ist das Gleiche, was Sie hier abgetragen sehen, bloß mit Zahlen. Ja. Und dann möchte ich Ihnen noch sagen, und darum kümmern wir uns nächste Woche, es gibt, das ist der BF70, den Sie hier sehen, ja. Es gibt den großen Bruder, so wie ich den Trade immer nenne, das ist der BF70 Plus. Der BF70 Plus unterscheidet sich von dem BF70 dadurch, dass er Adjustierungen kennt. Wenn also die Aktionsmarken auf der Ober- oder auf der Unterseite getriggert werden und wir hier aus dem BF70 aussteigen, dann kann man, wenn man stattdessen den BF70 Plus tradet, drin bleiben, indem man ein paar Adjustierungen vornimmt. Ich empfehle, wenn man anfängt mit diesem Trade, tatsächlich den BF70 eine Zeit lang zu traden und wenn ich damit gut zurechtkomme, dann darüber nachzudenken, ob ich umsteige auf den BF70 Plus. Dennoch will ich Ihnen gerne einmal zeigen, was möglich ist mit dem BF70 Plus. Hier habe ich nämlich mal die Kapitalkurve vom BF70 gegenübergestellt, der Kapitalkurve vom BF70 Plus, nämlich in Rot. Und Sie sehen, dass der eine Performance liefert, die besser ist, wenn auch unter größeren Schwankungen. Das sieht man besser auf diesem Schaubild. Hier sieht man nämlich auf der linken Seite die Einzelergebnisse jedes einzelnen Trades vom BF70. Da sehen Sie im Übrigen auch, wie oft das Take-Profit-Ziel von $1.000 erreicht wird, nämlich relativ häufig. Und vergleichen Sie das damit. Hier sind die Ausschläge nach unten und nach oben viel größer. Wobei man fairerweise sagen muss, auch hier nach unten, es passiert selten, dass ich einen größeren Verlust hinnehmen muss, aber es kommt immer wieder vor. Aber Sie sehen, da muss man gar nicht rechnen, das sieht man auf den ersten Blick, dass die Gewinner erstens anzahlmäßig viel, viel, viel mehr sind als die Verlierer und zweitens, dass sie auch noch insgesamt natürlich deutlich mehr sind. Also mit dem BF70 schläft man vielleicht insgesamt ruhiger, weil sie kleinere Verlierer haben, aber auch kleinere Gewinner. Mit dem BF70 Plus müssen Sie sich darauf einstellen, dass Ihre Kapitalkurve mehr schwankt, aber dafür Sie insgesamt schon eine bessere Performance machen. Dennoch ist der BF70 ohne Plus, ist der BF70 eine hervorragende Strategie, um damit Geld zu verdienen. Und weil er so einfach zu handeln ist, sage ich immer gerne, fangen Sie mit dem BF70 an. Das Regelwerk haben Sie heute kennengelernt, inklusive von 4 Beispieltrades. Und wenn Ihnen der Trade gefällt, dann machen Sie den BF70 Plus. Wer ganz ungeduldig ist, kann natürlich auch sofort mit dem BF70 Plus starten. Wir werden zu dem BF70 Plus in der nächsten Woche ein bisschen was sehen.
Und wir werden auch, das werden wir bis zur nächsten Woche aufsetzen, eine Webinarreihe zum BF70 Plus anbieten. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen, werden Sie dort auch schon eine finden. Die ist allerdings jetzt auch schon 4 Jahre alt und ich habe so ein paar Neuerungen eingeführt und deshalb werde ich die neu auflegen. Dazu in der nächsten Woche dann mehr. Wenn Sie Fragen haben oder diese Folien haben wollen, dann schreiben Sie einfach an info@optionsuniversum.de. Mal sehen, ob ich Ihnen das hier auch noch einblenden kann. Ich hole mir einfach mal nochmal einen Browser. Sie kennen sicherlich unsere Webseite, hoffe ich jedenfalls, optionsuniversum.de. Und dort finden Sie natürlich auch alle Kontaktdaten. Mein Browser ist heute unglaublich langsam. Ich hoffe, das ist nicht unsere Webseite hier. Wenn Sie hier auf Kontakt gehen, dann finden Sie natürlich auch unsere E-Mail-Adresse bzw. ein Kontaktformular, was Sie ausfüllen können. Also das können Sie ausfüllen oder hier steht sie auch nochmal info@optionsuniversum.de. Schreiben Sie mir eine kurze Mail, wenn Sie die Folien haben wollen, die schicke ich Ihnen gerne. Wenn Sie Fragen haben, auch an diese Mailadresse oder greifen Sie zum Telefonhörer. Hier ist auch unsere Telefonnummer angegeben. Ich beantworte die alle gerne und hoffe, dass ich ein bisschen Interesse wecken konnte für den BF70. Denn es ist wirklich mein absoluter Lieblingstrade, das sage ich ohne Übertreibung. Und wenn Sie nächste Woche wieder dabei wären, würde ich mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, eine erfolgreiche Restwoche und viel Sonne. Vielleicht kommt der Sommer ja nochmal wieder. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Gleicher Ort, gleiche Stelle, also 18 Uhr am Dienstag. Dann kommt Teil 2 und in Teil 2 werde ich Ihnen ein bisschen Einblick geben in den BF70 Plus. Bis dahin, alles Gute, Ihr Christian Schwarzkopf. Tschüss und auf Wiedersehen.